So, liebe Leute, hier sind wir wieder bei dem Vibrationstest Teil 2. Und zwar ging das ja hier um den T-Rex, womit ich hier Vibrationsprobleme hatte. Die Vibrationsprobleme kamen unter anderem vom Heck und das Zentralstück habe ich auch noch gewechselt. Also, ich habe einmal diese Welle hier getauscht, die ja hier hinten drin sitzt, die hier. Und dann diese Welle, die hier zwischen ist, also diese hier, habe ich auch noch gewechselt. Ja, und dann das ganze Zentralstück, weil wenn wir uns das Zentralstück mal anschauen, der hat ja hier einen ordentlichen Schlag gekriegt. Und ich bin einfach mal davon ausgegangen, das ist auch nicht mehr so gut. Vor allem, wenn man hier jetzt die Welle, diese Welle hier durchgesteckt hat, konnte man den so ein bisschen hin und her wackeln und alles. Das war alles irgendwie nicht mehr so toll. Ich wollte jetzt auch nicht hingehen und erstmal die Lager auswechseln. Ich meine, hier hast du ja noch diese Gummilager drin. Die kannst du ja auch noch auswechseln. Aber ich habe mir gedacht, komm, scheiß was drauf. Ich hole das ganze Zentralstück neu, da sind die Lager dabei. Weil das sieht ja auch nicht mal so dolle aus, ne? Mit so einem Gerbe da drin. Und, ne? Machen wir lieber direkt neu. Sind wir auf Nummer sicher. Spart man Versandkosten. Ja gut, zum Vibrationstest. Vibrationen scheinen jetzt schon okay zu sein. Jetzt kommt wieder das 2-Cent-Stück. Ihr habt ja das Video vorher gesehen, jetzt kommt das Video nachher. Vorher beim Video ist das 2-Cent-Stück ja runtergefallen und es sollte jetzt nicht mehr runterfallen. Jetzt schalte ich wieder in die gleiche Drehzahl, lege den jetzt hier um und dann gucken wir uns das 2-Cent-Stück mal an. Ja, Leute, so kann das aussehen, beziehungsweise so sollte es aussehen. Wenn ihr also ein 2-Cent-Stück auf euer Flyballes-System legt, das ist eigentlich scheißegal, ob das ein Microbeast ist oder ein 3GX, das ist Jacke wie Hose. Dieses 2-Cent-Stück sollte nach Möglichkeit immer drauf liegen bleiben. Wenn es natürlich runterfällt, ist das natürlich scheiße, weil das heißt, wir haben sehr hohe Vibrationen an dem Hubschrauber. Und das hat natürlich wiederum zur Folge unstabiles Flugverhalten, beziehungsweise dieses Flyballes-System versucht diese Vibration dann, versucht sie dagegen zu steuern oder dagegen zu arbeiten. Das geht natürlich nicht. Und das ist dann halt alles scheiße. Das merkt ihr ja selber dann beim Fliegen. Also Leute, so muss das aussehen und nie anders. Ja, soweit bin ich jetzt zufrieden. Jetzt baue ich die Rotorblätter dran. Guck natürlich noch, ob mein Pitch stimmt, negativ und positiv. Ob das alles noch in Ordnung ist. Ja, und dann steht dem Erstflug nichts im Gehege. Beziehungsweise nicht den Erstflug, aber der Erstflug nach dem Crash. Ja, ist ja jetzt eigentlich so ziemlich alles neu. Ja, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Also Leute, das war's. Bis dahin, euer Timo. Ciao, ciao.